Kunde profitiert davon, dass hier zwei Firmen zusammenkommen, die ihre Stärken kombinieren können. Auf der einen Seite die Anecon mit ihrer Beratungs- und Testkompetenz und auf der anderen Seite die Neogaro mit ihrer Innovationskraft, die wir beide eigentlich sehr gut kennen als Flughafen. Also ich gratuliere der Anecon auf alle Fälle mal für 20 Jahre, weil die 20 Jahre waren wirklich super. Ich war selbst Teil mal der Anecon-Firma und Familie und das war eine wunderschöne, bereichernde Zeit für mich persönlich. Warum wir uns zusammengeschlossen haben? Nun, wir haben einen Partner gesucht mit lokaler Stärke, einem Spirit, der zu uns passt, Themenkompetenz und starker Kundennähe. Und die Anecon hat wiederum einen Partner gesucht, der globale Stärke, Skalierbarkeit, Innovationskraft und Technologie-Know-how mitgebracht hat. Und das hat gepasst. Mit der Testleistung, mit der Entwicklungsleistung von der Anecon waren wir sehr zufrieden. Für die letzten doch knappe 7 Jahre, in der wir zusammengearbeitet haben, für die Anecon aus der Vergangenheit, die letzten 20 Jahre, habt ihr sicher viel Erfolg gehabt. Und für die nächsten 20 Jahre, Nagaro, wünsche ich euch auf jeden Fall viel Erfolg und viel Glück. Also ich finde, das ist eine Das ist eine interessante Botschaft, dass ich war überrascht, dass das passiert ist. Für mich ist die Anecon als Marke in Österreich eine respektable Marke. Ich finde, das ist ein tolles Unternehmen. Es steht für Werte, die man sehr sympathisch findet. Ja, und es ist auch toll, dass man spürt in der Zusammenarbeit mit der Anecon, dass die auch wirklich so gelebt werden. Und jetzt mit dem Zusammenschluss ist meine Erwartung und Hoffnung gleichzeitig, dass das auch so bleibt. Jetzt ändert sich zwar der Name, die Farbe, das Logo, aber ich hoffe, dass die Werte und das, was die Leute so vertreten und wie sie auftreten, genauso bleibt, wie es bisher war. Ich glaube, dass der Zusammenschluss von Anecon und Nagaro ein guter Schritt ist. Ich glaube, dass es ein richtiger Schritt ist. Gerade in den Zeiten, wo ein extremer Expertenmangel herrscht, wo IT-Fachkräfte gesucht werden, die wie ein bisschen Brot
ist der Schritt ein ganz richtiger, einfach um in der R&D, in der Forschung mehr weiterzukriegen und um das Expertenwissen aufzubauen, damit auch den Kunden zur Verfügung zu stellen. Ich finde es grundsätzlich extrem gut, weil wenn zwei Firmen fusionieren, die sehr gut miteinander kooperieren können, dann ist das natürlich sehr wichtig und es bringt auch den Kunden extrem viel Vorteile. Ja? Die eine Firma bringt sehr viel Erfahrung mit von dem weltweiten Markt. Anecon bringt sehr viel Erfahrung von dem österreichischen und auch von dem deutschen Markt mit und ich glaube, dass das die perfekte Fusionierung ist.